Matthias Steiner, morgen spielt Deutschland zum ersten Mal bei der Weltmeisterschaft, Auftaktspiel gegen Portugal mit Cristiano Ronaldo. Was trauen Sie dem deutschen Team zu? Ich hoffe, dass Jogi Löw versucht, Ronaldo gut zuzustellen und den früh zu stören, damit er also gar nicht seine Möglichkeiten entfalten kann. Ich glaube, das ist der Schlüsselspieler in Portugal, und wenn man den möglichst früh stört, dann wird Portugal nicht die große Chance haben. Insgesamt, was trauen Sie dem deutschen Team zu? Wie weit kommen wir? Also mein Tipp ist nach wie vor, weil ich optimistisch bin, dass Deutschland gegen Brasilien im Endspiel gewinnt. Klar, alles andere, man muss dem alles zutrauen. Sport kann immer anders kommen, wenn ich jetzt sage, sie scheiden am Anfang aus und gewinnen doch, ist es auch verkehrt. Okay. Denken Sie, einer der deutschen Spieler hat das Potenzial zum Überraschungsspieler bei dieser WM? Ja gut, so wie es damals vor 4 Jahren mit Thomas Müller war. Ich hoffe, dass er diese WM-Form auch wieder hat und am besten auch wieder der Torschützenkönig wird. Das wär toll. Die Überraschungsspieler wüsste ich jetzt nicht, es wäre aber schön, wenn es einen gäbe. Ja. Sie selbst, wie werden Sie die deutschen Spiele erleben? Wie machen Sie das normalerweise? Naja, es hängt davon ab. Es gibt in Heidelberg auch ein Public Viewing, vielleicht machen wir da sogar, sind wir da mal mit dabei, aber in der Regel dann zu Hause oder in Illustre Runde, Freundeskreis, Fernsehen, klassisch. Okay, vielen Dank.